Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserer Tankkriegerin Merrily. Wir waren letztes Mal dabei, hier ein paar Daily Quests zu erledigen. Auf der goldenen Treppe und einige haben wir noch offen. Wir müssen Lao Samtfuß retten. Wir müssen noch einen Mogo der Shao Tien töten und ein Ungetümsritual der Shao Tien unterbrechen. Wie das genau geht, weiß ich nicht. Ich denke, wir müssen einfach nur die Viecher hier drumherum töten. Die ihn quasi beschwören. Ich gehe einfach mal davon aus, dass danach das Ritual unterbrochen ist und wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen müssen. Bin mal gespannt, ob das korrekt ist. Ansonsten müssen wir nämlich gucken, wie wir das sonst machen. Mogu haben wir getötet, alles klar. Ich denke, wenn wir alle vier getötet haben, sollte diese Steinkreatur hier umfallen oder irgendwas anderes passieren. Lassen wir uns mal überraschen. Die Frage ist, wie das ist, wenn hier andere Leute mithelfen, die nicht in unserer Gruppe sind. Ob dann quasi, wenn jeder einen tötet, also wenn wir sagen wir mal die Quest zu viert machen, alle vier so für sich, ob es dann reicht, wenn jeder einen von denen tötet? Wäre interessant zu wissen. Ich denke mal, das Ritual ist eh unterbrochen, sobald die alle vier Blitze von ihm weg sind. Quasi nicht mehr auf ihn fokussiert sind. Kann natürlich auch sein, dass nachdem wir alle vier getötet haben, er hier geschwächt irgendwie umfällt oder so und mit sehr wenig Leben dasteht, zum Beispiel einer Million oder so, und wir den dann nochmal töten müssen. Das könnte natürlich auch sein. Geht jetzt einfach mal die möglichen Szenarien durch. Ich habe die Quest an sich noch nie gemacht, keine Ahnung. Lass mich da jetzt genauso überraschen wie ihr. Ihr wisst das wahrscheinlich schon. Aber das sehen wir sowieso in den nächsten 2 Minuten, also von dem her. Lassen wir uns überraschen, mal gucken. Ob die Quest tatsächlich so einfach zu beenden ist, wie man sich das vorstellt. So, sehr gut, dann heilen wir uns nochmal ganz kurz. Okay, also die Quest ist noch nicht erledigt, oder? Doch, die ist erledigt. Nee, die ist nicht erledigt, okay. Na, mal gucken, das wird schon hinhauen. Das wird schon hinhauen. Hat mich nur gerade gewundert, weil hier nirgends 0 von 1 steht. Also außer die Quest mit Lao Samtfuß. Aber ich glaube, da werden an sich nur 5 Quests angezeigt. So, jetzt hat er ein Seelenschild aktiv, oder? Können wir ihn angreifen? Nee, absorbieren tut er das. Okay. Ah ja, jetzt geht's. Ah, okay, das ging sofort. Gut, das war einfacher als gedacht. Das war definitiv einfacher als gedacht. Und wo ist Lao Samtfuß? Der ist hier vorne irgendwo. Bist du das? Dorfbewohner von Nebelhauch. Gucken wir mal. Nee, der ist hier nicht. Goldene Gefangene, ich will ihn nicht verteidigen. Können wir ihn finden? Hat den vielleicht gerade schon jemand gerettet? War der in diesem Käfig hier drin? Das kann natürlich sein. Das kommt nämlich ungefähr hin, oder? Was seid denn ihr für Steinkreaturen? Mogo Effigie. Liest man das Effigie? Ich habe keine Ahnung. Ich höre das Wort zum ersten Mal. Wachposten des Goldenen Lotus. Geistereisenvorkommen. Granitkielen. Also ich habe keine Ahnung, wo Lao sich aufhalten soll. Wäre mal interessant zu wissen. Müssen wir vielleicht in die zweite Phase hier? Das kann natürlich sein. Haben wir noch irgendwo so einen Geistervortex? Da vorne hätte man einen Geistervortex. Ach Gott, Viech, nerv mich nicht. Ah, Lao. Er ist auf jeden Fall markiert, aber wo ist er?
Lao ist auf jeden Fall markiert, aber wo ist er? Muss ich das hier auch nochmal extra einblenden? Ziel, tatsächlich? Okay, dann war der scheinbar da hinten irgendwo. Ach ja, der ist da oben, okay. Ach, da drin ist er, okay. Brauchen wir da einen Schlüssel für? Nee, brauchen wir gar nicht. Wir retten den einfach mal. Sehr gut, das ging easy. Hätten wir den hier eventuell gar nicht angreifen brauchen. Wenn wir den Käfig aufgemountet, Ach Gott, jetzt greift uns das Viech an. Wenn wir den Käfig aufgemountet, jetzt gehen die da oben aber ab. Wenn wir den Käfig aufgemountet öffnen können, das weiß ich nicht, können wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. Beziehungsweise dann eben ich für mich selber, weil ich werde die Quest jetzt hier nicht das zweite Mal aufnehmen. Einmal die Daily Quest zu sehen im Video reicht, denke ich. So, damit haben wir alle Quests erledigt. Oh, jetzt kommen wir hier nicht weg. Oh, nee, oder? Gut, dann besiegen wir ihn auch noch. Und da kommt schon wieder so eine Schlange vorbei. Eieiei. Auf geht's. Machen wir den fix kaputt. Ich würde jetzt nämlich gerne die Quests abgeben und gucken, was wir hier jetzt noch alles machen können. Das würde mich jetzt nämlich gerade mal so interessieren, wenn ich ehrlich sein soll. Genau, gehen wir mal zurück zur goldenen Pagode. Die Statuen hier sind wirklich wuchtig und mächtig. Die Waffen sind cool gemacht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, dann gehen wir die Quests mal ab. Grüße. Sehr gut, ich werde diesen Dolch gut verwahren. Vielleicht erhalten wir wieder einmal die Möglichkeit, ihn zu verwenden. Ich danke euch vielmals, ihr seid mit einem gütigen Herzen gesegnet. Ich hoffe, euch bald wieder. Sehr gut. Wir sind die Schwerter in den Schatten. Wir werden diese Linie halten. Egal, wie lange ihr Ansturm dauert, wir werden die Linie halten. Die Mauer darf nicht fallen. Ihr habt großes Herz, diesem albernen Schurken mehr zu helfen, als er verdient hat. Die nächste Runde geht auf mich. Sprecht. Giganten der Lüfte. Wir halten die Dunkelheit fern. Was für ein Kampf. Ich glaube, eure Vorstellung hat sogar die Moral der Truppe etwas gehoben. Seid stark. Und Erstschlag. Nun war die Diplomatie erfolgreich. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zurückgehalten. Bleibt wachsam. Oh, dann nehmen wir weitere tägliche Quest. Angriff auf Nebelhauch. Im Nebelhauch im Südwesten sind Mogo gesichtet worden. Ich habe schon Rook und Sun entsandt, aber ich brauche dort noch jemanden mit Fähigkeiten wie euren. Bitte meldet euch sofort auf dem Weg. Die Dorfbewohner brauchen eure Hilfe. Andere es nicht tun. Ah, da unten geht's hin, alles klar. Da unten geht es hin. Hatten wir da nicht noch eine Quest hier dazwischen irgendwo? Ah, doch. Haben wir hier irgendwas Wertvolles? Geistereisenvorkommen, Teepflanzen. Wo ist die Teepflanze? Das Geistereisenvorkommen nehmen wir mal mit. Ich sehe jetzt aber gerade die Teepflanze nicht. Die soll doch auch hier irgendwo sein. Hm. Ah, da ist eine Teepflanze. Einmal die Teepflanze und noch eine Teepflanze. Die nehmen wir natürlich auch an uns. Die kämpfen hier ja sowieso. Da haben wir die Teepflanze. Sehr gut. Wäre schön, wenn wir mal wieder ein paar Lebensgeister finden würden. So, fliegen wir da mal runter. Das markieren wir mal, dass wir da ungefähr den Weg hinfinden. Oh, da haben wir einen Briefkasten. Ach, wir brauchen gar keinen Briefkasten. Auch gut. So, wo ist Sun? Sun ist hier vorne. Berichtet mir von euren Reisen. Den Himmlischen sei Dank, dass ihr das seid, dass ihr das seid. Es ist alles noch viel schlimmer als angenommen. Eine sichere Reise. Speerberichte der Wukao. Nach dem Angriff sind einige Speerberichte da draußen geblieben, die wir noch nicht eingesehen haben. Mit etwas Glück befinden sie sich noch im Dorf, aber vielleicht sind sie auch schon in Mogo in die Hände gefallen. Wenn ihr mir alle Speerberichte zurückbringt, die ihr finden könnt, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Die Mogo dürfen nichts über unsere Stellungen oder unsere gefundenen Artefakte erfahren. Dann wären nämlich die Männer in einer noch viel größeren Gefahr. Drei Wukao-Speerberichte, alles klar. Und da haben wir noch eine Quest. Hey, wir werden hier mit täglichen Quests überschüttet.
Mogu keine guten Gäste. Levin hat Rook hierher geschickt, um Mogu aufzuhalten. Sind aber mehr Mogu, als Rook töten kann. Helft ihr? Rook erzählt Levin auch von eurer Hilfe. Versprochen. Alles klar. Und Befreiung der gestohlenen Seelen. Mogu stehlen Seelen von Leuten. Lassen sie böse Dinge tun. Aber nicht die Leute töten, sondern die Mogu. Dann vergessen die Leute die Verstandklauerei der Mogu und machen keine bösen Dinge mehr. Ihr solltet den Leuten helfen, so wie Rook. Alles klar? Da haben wir noch eine tägliche Quest. Die Musik ist ja cool. Geduld, Geduld. Es brennt, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber meine Stadt brennt. Schon wieder. Wir haben überall Wassereimer im Ort, aber niemanden, der die Feuer löschen kann. Bitte helft uns. Mögen eure Taten die Geschichte. Also hier gibt es wirklich viele tägliche Quests. Und die Musik ist cool. Die gefällt mir gut. Da haben wir einen Wassereimer. Aufnehmen, okay. Düt. So, einmal Wasser gelöscht. 8 von 60, sehr gut. Ja, dann machen wir einfach mal weiter Quests. Scheinbar werden wir hier doch noch ein bisschen Zeit verbringen können. Indem wir 5 Jahre lang Mogus töten. Also Mogu, nicht Mogus. Greift uns schon der zweite an, okay. So, jetzt sind wir gerade wieder betäubt, alles klar. Das heißt, 8 von ihnen töten, ein paar Speerberichte sammeln. Die kriegen wir wohl auch von ihnen, okay. Lassen sie wohl random droppen. Bin ich mal gespannt, ob wir die schnell sammeln können, beziehungsweise ob wir die hier von den 8 Gegnern bekommen. Das wäre natürlich cool, weil wir sonst wieder viel mehr töten müssen. Was dann auch wieder blöd ist. Also wir fressen hier massiven Schaden. Da haben wir noch einen Wassereimer, okay. Da haben wir auch noch einen Wassereimer. Da haben wir auch noch einen Wassereimer. 3 Wassereimer, das ist cool. Ich weiß ja nicht, ob wir die alle gleichzeitig tragen können oder ob die einzigartig sind. Müssen wir dann gleich mal schauen. Mal eben stunnen, dass wir hier einfach ein bisschen weniger Schaden reinbekommen. So, da. Mal gucken, können wir mehrere Wassereimer aufheben? 1, 2. Das scheint zu gehen. Sehr gut. 3. Da oben questet auch jemand. Dann löschen wir hier einfach mal ein bisschen Feuer. So. 15 von 60, sieht doch gut aus. Können wir gleich mal gucken. Da oben haben wir noch ein bisschen Feuer. Da drin ist auch noch was. Oh, da drin sind Speerberichte, das ist natürlich cool. 23 von 60. Da sind aber auch 2 Leute drin, oder? Oh, der Unterwerfer ist, glaube ich, riesig. Das wird wehtun, Freunde. Hauen wir uns mal so einen Lebensgeist rein. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Wenn wir die kurz stunnen, können wir hier auch fix den Speerbericht aufheben. Sehr gut. Eieiei, die sind vielleicht aggressiv. Wir können eigentlich auch mal Zauberreflexion anschmeißen, wenn auf uns gezaubert wird. Ist ja vielleicht gar nicht mal doof. So, komm, Zauber einmal. Schnell anschmeißen. Nee, hat er gar nicht, okay. Sah irgendwie danach aus, als würde er zaubern. Okay, der ist besiegt. Willkommen. Hä? Ach so, jetzt verstehe ich das. Die mochte uns nur nicht, weil er ihren Geist quasi aufgefressen hat. Dadurch, dass er gestorben ist. Ist das Klopapier? Nee, das ist eine Tasse, alles klar. So, dala. Schauen wir mal, wir können wieder ein bisschen Feuer löschen. 2 Stück haben wir, glaube ich, aufgehoben, ne? Einmal. 2-mal. 53, sehr gut. Einmal müssen wir wohl noch löschen und dann haben wir's. Nee, aufhören bitte. Ich wollte ja eigentlich nur den Wassereimer aufheben. Ach nee, das ist der Speerbericht, okay.
Haben wir hier noch einen Wassereimer? Da haben wir einen Wassereimer. Und ihn, den Unterwerfer, nehmen wir natürlich ran. Weil der Wachposten des Goldenen Lotus ist natürlich nur ein bisschen verwirrt. Sobald der Unterwerfer kaputt ist, geht es dem Wachposten auch wieder gut. Das hatten wir ja drinnen in der Hütte schon. Und nach der Gruppe beenden wir die Folge mal. Dann geht es am Samstag weiter. Sadala, dem Wachposten geht's gut. Wunderbar. Haben wir noch irgendwo Speerberichte? Nee, das sind Krabben. Okay. Die landen dann wahrscheinlich irgendwann in kochendem Wasser. Suchen wir uns mal eine Stelle, wo wir die Folge beenden können. Zum Beispiel hier auf dem Dach. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgehoben, auch wenn es hier brennt. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns am Samstag um 18 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.